Hallo, hallo, hallo. Mein Name ist Mr. Jason und willkommen zurück zur Chronik von Maler Mondschatten. Wir treffen Maler am Strand der Südlichtbucht wieder, wo sie etwas Sonne auf die Rinde scheinen lässt. In der Flüchtlingskrise nach den Angriffen der feurigen Allianz trat das Konsortium auf die Bildfläche, eine von Asura gegründete Handelsorganisation. Das Konsortium erschloss eine Insel im Meer des Leids, die Südlichtbucht, und öffnete dort ein Touristenparadies. Es bietet den Flüchtlingen dort eine neue Heimat an und, dank der Touristen, sogar Gelegenheiten zu arbeiten. Allerdings ist nicht alles blau am Firmament der Südlichtbucht. Während Maler die Sonne genießt, erschüttert eine Explosion die Ferienanlage. Eine kampferfahrene Silvari wie Maler lässt sich davon aber nicht den Urlaub verderben. Diese Angriffe schmälern natürlich die Attraktivität des Urlaubsziels. Maler versucht natürlich, mehr über diese Zustände herauszufinden. Auf der Suche nach dem Verantwortlichen kommt sie zu Subdirektor Noll. Subdirektor Noll leitet die Tätigkeiten des Konsortiums hier. Maler findet ihn im Gespräch mit Konstablerin Turma von der Löwengarde und kann ein sehr erhellendes Gespräch belauschen. Riecht nur diese Meeresluft! Es muss Ebbe sein. Ich habe in unserer Inselanlage einen kleinen Konstablerrabatt arrangiert. Ihr empfindet dieses kleine Zeichen meiner Wertschätzung doch nicht als beleidigend. Nein. Exzellent. Ich tue nur, was ich kann, um euch diesen Posten angenehm zu gestalten. Da wir nun mal gemeinsam auf diesem Felsen festsitzen, sollten wir nicht zusehen, wie wir davon profitieren können? Ich diene der Allgemeinheit. Aber zwischendurch darf ich mich ruhig auch mal selbst bedienen. Klingt gut. Ich antizipiere eine synergistische Zusammenarbeit. Noch ein paar Jahre auf diesem Felsen und ich kann meine eigenen Regeln machen. Es macht stark den Eindruck, als würde die Löwengarde wegsehen, wenn das Konsortium hier irgendwelche krummen Dinger abzieht. Das Konsortium verschweigt auch gerne, dass die Tierwelt auf der Südlichtbucht ausgesprochen gefährlich ist. Die Tiere neigen dazu, die Siedler und die Einrichtungen des Ferienressorts anzugreifen. Insbesondere die Bühne jenseits der Brücke zum Perleninselchen wird gern von Riffreitern besetzt und die können einem unvorbereiteten Gegner durchaus gefährlich werden. Dem Wachstum der Ferienanlage ist dadurch ein jähes Ende gesetzt. Nahe der Bühne ist auch ein Warnschild angebracht, das vor weiteren Ausflügen ausdrücklich warnt. Es besagt, dass die Löwengarde nicht haftbar gemacht werden kann für verlorene Gliedmaßen, Kleinkinder oder Fruchtsalate. Also beschließt Maler, sich mal bei den Siedlern, also den ehemaligen Flüchtlingen, umzuhören. Ich bin schnell wie der Wind. Die Insel ist wahrlich nicht ungefährlich. Maler wird auf dem Weg zu den Siedlungen mehrfach von der aggressiven Tierwelt attackiert. Deshalb sind die neuen Siedlungen auch schwer bewacht und befestigt. In dieser Siedlung nahe der Felsformation, die als Onyxfeld bekannt ist, haben sich schon einige Siedler eingefunden. Maler kommt auch zur rechten Zeit, um die Gefahren für die Siedler selbst zu erleben. Verrückt gewordene Kreaturen fallen über die Siedlung her. Die meisten dieser Kreaturen, wie Lindwürmer oder Riffreiter, sind Maler vom Festland her bekannt. Aber es greifen auch zahlreiche andere, vierbeinige Kreaturen in den Kampf ein, die Maler noch nicht kennt. Ich bin der langhaftige Tod. Ich bin mächtig! Mit Malers Hilfe kann der Angriff aber abgewehrt werden. Durch ihre tatkräftige Hilfe kann Maler das Vertrauen der Siedler gewinnen und diese öffnen sich ihr gegenüber. Die vielen Gefahren der Insel und die schlechte Bezahlung des Konsortiums hat viele Siedler enttäuscht. Leider können sie aber nicht gehen, da sie einen Vertrag mit dem Konsortium geschlossen haben, in dem sie diese Bedingungen akzeptiert haben. Viele verbleiben nur dank dieser Knebelverträge auf der Insel. Es geschehen also wirklich krumme Dinge hier. Zunächst will Maler aber diesen unbekannten Kreaturen nachgehen.
Sie beginnt ihre Suche dabei in der Siedlung bei den Treibglasquellen, einer traumhaften Gegend im Herzen der Südlichtbucht. Die Siedlung ist von den unbekannten Kreaturen, die von den Siedlern als Karka bezeichnet werden, überrannt worden. Die Karka kamen aus der Tiefsee hervor, wie wir es schon bei den Quaggern und den Kreid erlebt haben. Die Karka haben in der Siedlung ihre Nester aufgebaut und es kommen auch immer wieder Jungtiere der Karka hervor. Diese kleinen Kreaturen hängen sich an Mala und nagen an ihr, während die größeren Karka angreifen. Mala kann sich allerdings mit einem Flammenwerfer ausrüsten, der ganze Arbeit gegen die Nester und Karka leistet. So kann sie die in der Siedlung befindlichen Nester ausbrennen und wenig später ist die Siedlung auch wieder Karka frei. Bei den Treibglasquellen selbst trifft Mala auf ihren ersten ausgewachsenen Karka. Und das ist eine andere Ansage. Ausgewachsene Karka sind schwer gepanzert und nutzen diesen Umstand im Kampf geschickt aus. Greift man den Karka im Nahkampf an, zieht er sich zusammen und rollt über die Angreifer hinweg. Da der Karka dabei ausweicht, zieht das den Kampf in die Länge. Zunächst muss der Panzer des Karka entfernt werden, bevor man die Kreatur richtig angreifen kann. Dann geht es aber recht schnell. Aber diese Kreaturen sind wirklich nicht zu unterschätzen. So dringt Mala immer tiefer in das Innere der Insel vor. Sie kommt an einen kleinen, einsamen Außenposten, der als Rückzugsort des Kapitäns bezeichnet wird. Hier kann sie am Lagerfeuer einen Moment durchschnaufen und ihre Informationen sammeln. Die Siedler hier sind mit Knebelverträgen an das Konsortium gebunden. Jetzt müssen sie für Hungerlöhne für das Konsortium arbeiten und dabei der gefährlichen Tierwelt, allen voran den Karka, trotzen. Die Bewohner des Rückzugsorts fügen noch hinzu, dass es immer wieder zu Explosionen in den Einrichtungen des Konsortiums kommt. Mala war ja selbst Augenzeuge in einer solchen Explosion an der Strandbar. Das macht die Arbeit für das Konsortium noch gefährlicher. Währenddessen schaut die Löwengarde weg. Während Mala rätselt, wie und ob diese Geschehnisse zusammenhängen, verändert sich die Situation. Aus den Tiefen des Meeres taucht ein großer Karka hervor und kommt in den Rückzugsort. Der Karka Bauverteidiger ist ein Champion und Teil eines Meta-Events, das sich über die gesamte Südlichtbucht zieht. Zu diesem Meta-Event gehört auch die Verteidigung der Siedlungen. So bekommen die Verteidiger des Rückzugsorts bald Verstärkung von tyrianischen Streitern und gemeinsam schaffen sie es, den Bauverteidiger niederzuringen. Ich bediene mich großer Weisheit. Fürs Erste. Aber da kommt sicher noch mehr. Haltet die Augen offen. Daraufhin zerstreuen sich die tyrianischen Kämpfer aber nicht, sondern sammeln sich an der Siedlung bei den Treibglasquellen. Sie warten auf den Höhepunkt des Meta-Events. In der Nähe des Rückzugsorts ist die Karka-Königin an Land gekommen. Die tyrianischen Streiter gehen auch sofort zum Angriff über. Die Karka-Königin ist ein legendärer Weltboss, der in regelmäßigen Abständen spawnt. Deshalb standen die tyrianischen Mitstreiter schon bereit. Gegen diese Menge hat die Karka-Königin keine Chance. Erst wird ihre Panzerung heruntergeschlagen und dann auch das Fleisch von den Knochen. Und wie bei allen Weltbossen bekommt man dafür recht ansehnliche Belohnungen. Damit ist die Südlichtbucht erstmal wieder etwas vor den Karka in Sicherheit. Bleibt nur noch das Thema mit den Anschlägen.
Der Kapitänsrat hat auf die zunehmenden Informationen aus der Südlichbucht reagiert und Inspektorin Ellen Kiel geschickt, um die Situation zu untersuchen. Ellen Kiel ist eine echte Tochter Löwensteins. Als Kind verlor sie ihre Eltern und fast ihr Leben, als ihr Schiff von Seitans Dienern attackiert wurde. Jetzt untersucht sie die Bombenanschläge auf der Insel. Und sie kommt auch recht schnell auf die Fährte des Verdächtigen. Sie bittet Marla um Unterstützung dabei, den Drahtzieher hinter den Anschlägen dingfest zu machen. Marla trifft Kiel mit ihrer Gehilfin Marcella Eichenaxt in einer Höhle in der Südlichtbucht. Alles gut? Haltet euch von Ärger fern. Der Gesuchte, ein Silvari namens Kanach, hat seinen Unterschlupf vermint. Marla übernimmt von Kiel ein Gerät, das die Minen identifizieren und umprogrammieren kann, sodass sie Marla verschonen. Kanach war in der Erschließungsphase für das Konsortium tätig gewesen und hat unter anderem den Bau des Azura-Portals geleitet. Keiner weiß, warum der Silvari jetzt der Bombenleger sein soll, aber die Hinweise sind eindeutig. Ihr habt mich unterschätzt. Kanach erwartet seine Gegnerin schwer bewaffnet in einer großen Höhle. Er hat sich so mit Schmerzmitteln vollgepumpt, dass er von Marla nicht verletzt werden kann. Einzig seine Minen sind dazu in der Lage, ihm Schaden zuzufügen. Genug jetzt. Deshalb muss Marla insbesondere die Sprengminen umprogrammieren und Kanach in die Nähe locken. Dazu führt er noch Sturmangriffe aus, die Marla herumschleudern können, was sehr unangenehm ist. Außerdem versucht er immer wieder, alle Minen in der Höhle zu zünden, was Marla allerdings mit einem rückstoßenden Schuss aus dem Minensuchgerät verhindern kann. Hier habt ihr ein Andenken an mich. So gelingt es Marla, Kanach mit seinen eigenen Minen niederzuringen. Dann hilft ihm das alles nicht mehr. Der Silvari wartet gefesselt auf Ellen Kiel und Marcella Eichenaxt. Ihr wart davongekommen. Warum kehrt ihr zurück, nur um wieder Ärger zu machen? Ich tue, was die Löwengarde nicht kann. Ich helfe den Flüchtlingen. Sie werden mit rechtlichen Tricks hier festgehalten. Noll und seine Vorgesetzten brauchten eine Lehre. Diese Leute brauchten Hoffnung. Sie haben sie erhalten. Und diese Hoffnung hat eine Spur der Verwüstung und des Todes auf meiner Insel hinterlassen. Das ist gleichgültig. Die letzten Verträge werden vernichtet und die Siedler werden frei sein. Nicht durch euch. Ihr seid offiziell Gefangener der Löwengarde, Kanach. Erneut. Ihr richtet keinen Schaden mehr an. Ihr versteht noch immer nicht. Mein Plan wird auch ohne mich aufgehen. Jedes einzelne Lager mit Konsortiumsdokumenten auf der Insel ist bereits markiert. Bald sind alle Bewohnerverträge vernichtet und mit ihnen jeder, der versucht, sie zu verteidigen. Kanach gibt vor, edle Motive zu haben. Sehen wir mal, wie Kiel darauf reagiert. Glaubt ihr, der Gemüsebube macht seine Drohung wahr? Oh ja, er ist ein Schnösel, aber gefährlich. Im Namen der Löwengarde rufe ich offiziell den Notstand aus. Lauf zu Noll. Er soll die Verträge aus der Südlichtbucht schaffen. Wenn es kein Ziel gibt, scheitert Kanachs Plan vielleicht. Er wollte sie ohnehin schon sammeln. Sagt ihm, er solle sich beeilen und sie transportbereit machen. Ich stelle ein Schiff nach Löwenstein. Es geht um die öffentliche Sicherheit. Kein Wenn und Aber. Sorgt dafür, dass Noll das begreift. Ich regle das schon. Was ich brauche, ist Verstärkung und so viel Schwarzpulver wie möglich. Wenn Kiel von Kanachs Worten beeindruckt ist, merkt man es ihr nicht an. Und dann kommt es so wie angeordnet. Das Schiff wird mit den Verträgen und dem Schwarzpulver beladen, unter Protest von Subdirektor Null. Doch leider gibt es einen Unfall auf dem Schiff und nur kurz nach dem Verlassen des Hafens explodiert das Schwarzpulver. Alle Verträge sind vernichtet. Die Siedler sind wieder ihre eigenen Herren. Kiel drückt gegenüber Null natürlich ihr Bedauern für diesen Unfall aus, aber stellt fest, dass sie doch nichts dran ändern kann. Und damit enden auch Marlas Abenteuer auf der Insel. Die heutige Episode war nicht ganz einfach zusammenzustellen, da nicht viele Spuren der ursprünglichen Geschehnisse auf der Südlichbucht im Spiel verblieben. Im Original der Staffel 1 der Lebendigen Welt war die Geschichte in der Südlichbucht weitaus detaillierter. Die Kaka starteten einen Angriff auf Löwenstein, der aber glücklicherweise abgewehrt werden konnte. Der einzige Hinweis auf den Angriff auf Löwenstein heutzutage ist der Leuchtturm im Trailer für die Südlichtbucht.
Kanas Unterschlupf kann im Spähbecken im Auge des Nordens besucht werden. Ich hoffe, die Zusammenfassung hat euch trotzdem gefallen. Vielen Dank an dieser Stelle an Azrael für die Explosionen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da. Oder wenn ihr mehr wissen wollt, abonniert den Kanal. Ich freue mich auch sehr über Hinweise, Anregungen und Kritik in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich, euer Mr. Jacer. Macht's gut!